Ja, hallo. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur zweiten Woche in unserem Corona-Heim-Home-Office-Unterricht. Ich hoffe, es geht euch noch gut. Erste Wochenende ist auch rum. Wetter draußen ist ja super. Ist ja auch in Ordnung, ist völlig richtig so, gelten ja die neuen Ausgangsbeschränkungen. Keine Ausgangssperre, Ausgangsbeschränkungen. Und da bin ich relativ froh, dass man weiterhin seine Wege fahren darf, solange man alleine ist, wie man gerne möchte. Vor allen Dingen für mich ganz wichtig, ich darf weiterhin mit dem Auto zum Kanuheim fahren und da dann alleine über den Rhein paddeln. Nee? Damit man auch mal ein bisschen fit bleibt. Denn ich merke schon, sobald ich hier zu Hause im Heimoffice sitze, mir fehlt ein bisschen die Bewegung. Die allermeisten Schulen haben ja doch eine gewisse Größe. Und gerade bei mir, mein Klassenraum oben in der Ecke und mein Bandraum unten in der Ecke, das sind die beiden Räume. Weiter entfernt geht es auf unserem Schulkomplex nicht, in unserem Schulkomplex. Und wenn ich habe irgendwann mal so überschlagen, wie viele Meter das eigentlich sind, wenn ich so von einem Raum in den anderen renne oder laufe, um da irgendwelchen Kram zu machen oder zu holen, das sind bestimmt 250 Meter. Das heißt, einmal hin und zurück ist eine Stadionrunde. Und das macht man so 3-4 Mal am Tag. Plus den ganzen anderen Kram, die man hin und her läuft. Da kommt, schwer bepackt mit Tasche und schnellen Fußweges, man muss ja in 5 Minuten überall sein, da kommt der eine oder andere Kilometer durchaus zusammen. Deswegen fit bleiben, auch jetzt, wenn man zu Hause rumsitzt. Ja, heute habe ich mir gedacht, machen wir eine kleine Geschichtsstunde, denn das hier ist ja das neue weiße Gold. Ne, wer jetzt vor ungefähr einem halben Jahr sich 5 Tonnen von dem Zeug in den Keller gelegt hat, ja, ui, da kommen keine Aktien zurzeit, nicht annähernd kommt da eine Aktie dran. Dabei ist im Laden, und wenn man so die Videos sieht von Leuten, die in solchen Lagerhallen arbeiten, es steht genug von dem Zeug überall rum. Man braucht das nicht horten. Ne? Auf der anderen Seite kenne ich jemanden, der hat zu Hause 4 Kinder, und wenn der jetzt in den Lidl geht, der darf bloß ein Päckchen kaufen. Und wenn er dann steht und sagt, hör, ich habe 4 Kinder, dann sagt die Kassiererin, ja, ich auch. Das ist alle jetzt gerade ein bisschen doof, wenn die Leute so Hamsterkäufe machen, was, wie gesagt, gar nichts bringt. Haben ja auch noch alle auf. Aber das liebe, schöne, gute, alte Klopapier. Ja, das gibt es noch gar nicht so lange. Das gibt es nämlich eigentlich erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts, also 1850. Ne? 19. Jahrhundert ist alle Jahre mit 18. Und wurde erst erfunden im Zusammenhang mit der Toilette selbst. Die Engländer kamen nämlich irgendwann auf die Idee und sagten, in London stinkt's ziemlich, der ganze Kram geht nicht weg, deswegen lass uns mal sowas wie eine Kanalisation bauen. Und dann eben die dazugehörigen Klosets. Und da brauchte man ein spezielles Papier, das sich in der Leitung komplett auflöst. Und das macht das Zeug hier. Das löst sich komplett auf, wird dann zu einer breiigen Masse mit allem anderen, was man halt so, ja, denkt nicht weiter drüber nach. Und dann wird eben die Leitung nicht verstopft. Das klappt mit normalem Papier nicht. Heutzutage, und Kanal Wambach wird da wahrscheinlich die Hälfte seines Umsatzes mitmachen, werfen die Leute ja nicht nur dieses Toilettenpapier in den Abfluss, sondern auch das feuchte Toilettenpapier oder Kosmetiktücher oder. Da steht zwar manchmal auf der Packung oder fast immer steht auf der Packung drauf, löst sich auf. Das löst sich aber längst nicht so schnell auf wie dieses Toilettenpapier und dann kann das auch mal verstopfen. Und gerade jetzt, wo man ja zu Hause rumsitzt und wenn man sowas verstopft ist, nicht einfach jemand anrufen kann und sagt, komm mal vorbei. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Beschränkungen gibt, ob die da auch wirklich vorbeikommen dürfen. Geht lieber auf Nummer sicher und schmeißt Kosmetiktücher und feuchte Toilettenpapiertücher und alles andere, was nicht klopapierrollenmäßig zu kaufen ist, lieber nicht in die Toilette. Ja, das erste Toilettenpapier überhaupt ist allerdings schon in China aufgekommen. Die Chinesen hatten ja die Papierherstellung relativ früh perfektioniert oder erfunden. Und da kamen natürlich dann die betuchteren Leute auf die Idee, ja, lass uns doch mal Papier, ne, am Hofe hat man das dann benutzt, die normalen Leute natürlich nicht, lass uns doch einmal Papier herstellen, um uns den Hintern abzuwischen. Die anderen Leute, die das eben sich nicht leisten konnten, weil Papier war trotzdem damals schon relativ, ja, auch nicht ganz so günstig, die mussten halt andere Sachen nehmen und dann nahm man halt das, was man hatte. Man nahm halt Blätter, man nahm Stroh, Heu, gerne auch alte Lumpen, kleine Schwämmchen, Moose oder einfach, ja, Wollballen, die halt
überblieben von den Schafen oder so, das hat man auch genommen. Es gibt sogar das Gerücht, dass die Leute damals in China lebendes Federvieh genommen haben. Ja. Ich habe jetzt auch Kopfkino. Keine Ahnung, wie das ausgesehen haben muss. Vor allem das arme Vieh. Was hat das danach gemacht? Generell war es damals auch so, man hatte die linke Hand, das war die Hand für die Körperhygiene. Die rechte Hand, das war die Hand für Speisenzubereitung, zum Essen und auch zum Begrüßen, wenn man das denn dann gemacht hat. Das heißt, man hatte eine strikte Trennung. Sollte man heute vielleicht auch mal wieder einführen. Dann braucht man sich immer nur eine Hand waschen und die andere, da geht die Haut nicht kaputt. Aber egal. Genau. In Europa sah das Ganze ganz anders aus. Da hatte man kein Papier. Es gab zwar Pergament, aber das darf man nicht verwechseln mit dem heutigen Pergamentpapier, das auch tatsächlich aus Papier ist, denn Pergament war Tierhaut. Man hat das ganz dünn gespannt und dann auch nur zum Beschriften benutzt. Deswegen waren die Bücher damals, die man auch handgeschrieben hatte, eben dann auf diesem Pergament. Das war dann auch so richtig teuer. Also da war überhaupt nicht dran zu denken, das auch noch zu benutzen, um sein Geschäft zu reinigen. Deswegen die Leute, die etwas Geld hatten, die haben dann eben auch alte Tücher benutzt. Genau wie die Chinesen damals auch. Alle anderen, Blätter, Sand und die meisten Leute haben einfach gar nichts gemacht. Da machte man einfach sein Geschäft und dann war gut. Hinsetzen, kacken, Hose hoch, zack, und weiter ging's. Also wer sich vorstellt, es gibt ja mal diese schöne Frage, in welcher Zeit möchte man gerne mal leben? Ja, das Mittelalter mit seinen Burgen, mit seinen Prinzesschen und Rittern und so weiter. Nein, nein. Wenn ihr das macht, nehmt euch 5 Liter Parfüm mit oder irgendwas. Am besten Wattebausche für die Nase, damit man das nicht riecht, so wie es in Städten damals gerochen haben muss. Mit Hygiene hatten die nicht allzu viel am Hut. Genau. Das heißt, im Grunde genommen, wenn euch das Toilettenpapier mal ausgeht, macht's wie früher. Genau. Man ist versorgt. Übrigens, wir sind mit unseren Hamsterkäufern geschichtlich auch nicht so die allerersten. Das gab es nämlich auch schon in Japan zu Zeiten der Ölkrise 1973. Da gab es irgendwie das Gerücht, ich weiß gar nicht, wie, ja, muss wirklich ein Gerücht gewesen sein, weil wie hängt Öl mit Papier zusammen, dass eben ein Engpass an Klopapier entstehen würde. Und da haben die Leute damals auch schon sich mit Klopapier eingedeckt. Im Fernsehen letztens war eine Psychologin, die hat das auch nett erklärt, warum kaufen die Deutschen so viel Klopapier? Ich meine, andere Länder machen es ein bisschen anders. Wobei jetzt sieht man halt, wo die Krise auch in England losgeht, auch da wird jetzt Toilettenpapier gehortet. Aber die sagte, dass Toilettenpapier ein Gefühl von Sicherheit gibt. Und dieses Sicherheitsbedürfnis befriedigen wir halt dadurch, dass wir unseren Keller mit Toilettenpapier vollbauen. Dann haben wir halt das Gefühl, wir könnten uns jederzeit, ne, genau, Nahrung, Wasser, aber Toilettenpapier. Kann man vielleicht mal eine tolle Homepage draus machen? Was kann man mit Klopapier alles tun? Ich meine, das Zeug ist ja universell einsetzbar für so alles. Ne? 10 lustige Dinge, die man mit Klopapier machen kann. Sowas in der Art. Ja, ansonsten. Oh, noch ein kleines Fun-Fact am Rande, wo wir gerade bei England waren. Es gibt einen Unterschied zwischen englischem und deutschem Klopapier. Wer mal in England gewesen ist, wird feststellen, das Zeug ist irgendwie weicher und nicht so reißfest. Das liegt daran, und das hatte mal bei einem Interview vor Jahren schon ein Klopapierhersteller gesagt, dass es da durchaus europäische Vorlieben gibt, unterschiedliche. Denn der Engländer macht das hier, macht ein Knubbel und benutzt das dann. Das heißt, die Engländer sind Knubbler überwiegend, während die Deutschen, und das passt wieder zu unserem Klischee, ganz akkurat den Kram falten. Wir sind Falter. Und beim Falten muss das eben ein bisschen mehr aushalten, beim Knubbel muss das halt schön weich sein. Deswegen gibt es auch da Unterschiede in der Toilettenpapierherstellung. Hätte man es nicht gewusst, ne? Jo, das also zum Thema Toilettenpapier. Allzu viele Fragen sind jetzt nicht gekommen.
was man noch so klären müsste. Eine Frage, und zwar von der Lea aus der 10. Klasse, die fragte, wenn das jetzt tatsächlich so kommt, dass das auch nach den Osterferien in der Schule noch geschlossen bleibt und wir hier bis nach den Sommerferien sitzen, wie sieht es denn dann mit den Leuten aus, die einen Abschluss haben? Da kann ich natürlich jetzt nur das erzählen für Rheinland-Pfalz bis zur 10. Klasse. Bei uns ist das Abitur ja Gott sei Dank schon durch. Die Berufsgymnasien müssten dann wahrscheinlich die 3 Jahre, die voll haben, das Abitur, die müssen sich natürlich was überlegen. Ansonsten, wir haben ja in Rheinland-Pfalz ab der 10. Klasse oder nach der 10. Klasse, Gott sei Dank, keine zentralen Prüfungen. Ich weiß auch nicht, warum man das machen sollte. Nordrhein-Westfalen hat das. Jahrzehntelang hat das super funktioniert, nach der 10. Klasse keine zentrale Abschlussprüfung zu machen. Warum man jetzt auf die Idee kommt, naja, wie heißt das so schön, da steckst du nicht drin. Jedenfalls, es reichen gerade mal 3 Noten aus, um eine verbindliche Note hinzukriegen. Das heißt, 2 mündliche Mitarbeitsnoten, 1 schriftliche, das langt. Zusammen mit dem ersten Halbjahr, das wir ja ganz normal abgeschlossen haben, kriegt man dann eine normale Schulnote durchaus hin. Nur leider Gottes mit den Abschlussfeiern, das wird dann wohl nichts. Das heißt, das Zeugnis gibt es dann einfach mit der Post. Ganz schnörkellos gibt es einen Zettel und wo drauf steht, herzlichen Glückwunsch, Sie haben bestanden, weiter geht's. Wenn es immer weitergeht. Genau, das dazu. Wie es in anderen Bundesländern aussieht, kann ich nichts zu sagen. Müssen die halt selber irgendwie hinkriegen. Aber ich sage immer gerne, das ist jetzt eine Zeit, wo einfach improvisiert wird. Da muss man einfach gucken, was geht. Und da muss man auch die Rutzpe haben, zu sagen, es geht halt gerade nicht anders. Ne? Beispielsweise ja bei mir zu Hause hier. Mein Rechner ist ja abgeschmiert. Ich habe einen neuen bestellt. Angeblich sollte diese Woche noch kommen. Ob er kommt, weiß ich nicht. Die Daten sind jetzt erstmal alle auf der Festplatte drauf, die hoffentlich noch in Ordnung ist. Ich habe natürlich ein Backup. Das ist ungefähr jetzt 1 Monat alt. Das kann ich natürlich überspielen. Nur die aktuellen Daten, meine Wochenpläne sind alle futsch. Muss ich erstmal alle neu machen. Wird ja sowieso jetzt Zeit für neue. Und in Sachen Notenfindung, ich probiere jetzt ein Online-Multiple-Choice-Programm aus. Da habe ich jetzt zumindest für meiner Klasse schon mal die Anmeldeschlüssel rausgeschickt. Das werde ich jetzt so nach und nach für die anderen auch versuchen oder machen, in der Hoffnung, dass es dann klappt. Und das ist halt ein wunderschönes Tool, wo man hingehen kann. Das Tool heißt übrigens Exami.com. Ist ein deutsches Tool, ist auf einem deutschen Rechner, von daher geht das. Und wenn man sich da nicht mit Klarnamen anmeldet, beziehungsweise Klarnamen schon, aber irgendwie den Nachnamen abkürzt oder so, dann kann das ja auch keiner nachvollziehen. Es gibt ja auch keine richtigen Noten dann. Aber das ist ein schönes Tool, um zu sagen, pass auf, liebe Leute, Erdkunde, lest euch das Thema durch. Und dann gibt es halt Multiple-Choice-Fragen, wo ich halt abprüfen kann, ob die Leute das auch tatsächlich gemacht haben und gelesen haben. Das sind so Dinge, die probiert man jetzt aus. Gibt es halt. Ne? Digitalisierung im Hauruck-Verfahren. Sind zwar in erster Linie sind die allermeisten Sachen Spielereien. Und ob das jetzt wirklich die Revolution des Unterrichts wird, ich weiß nicht. Gewisse Dinge muss man einfach von Person zu Person weitergeben und lernen. Ist immer noch am besten. Ansonsten ist natürlich draußen jetzt gerade der Stillstand wunderbar. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber wenn ich mich draußen auf den Balkon stelle, die Luft ist frischer, oder? Man steht da und atmet ein und denkt so, irgendwie riecht die Luft frischer. Mir fällt das immer auf, ich komme aus Rheine, meine Heimatstadt, und die hat schon so ein bisschen, ist an der Grenze zu Niedersachsen, die hat schon so ein bisschen, ja, man merkt schon, da ist immer so ein leichter, ja, Meeres, nicht wirklich wahrnehmbar, aber man merkt, die Luft kommt halt übers Meer und hat nicht so viel Land hinter sich, riecht immer frischer. Und wenn ich dann hier zurück nach Koblenz war, wo die Luft ja quasi über halb im europäischen Kontinent kommt, habe ich immer das Gefühl, es riecht so ein bisschen abgestanden. Aber das Gefühl habe ich jetzt eben nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es Einbildung ist, aber stellt euch mal irgendwie nach draußen, atmet mal frisch tief ein. Mal gucken. Klimaschutzmäßig ist das jetzt ja sowieso das Beste, was überhaupt passieren kann für den Klimaschutz. Und liebe Leute, genau so sieht Klimaschutz aus. Das jetzt ist echter, effektiver Klimaschutz. Klimaschutz ist Konsumverzicht. Ne? Nicht einfach hingehen und sagen, ich kaufe keine Papiertüten mehr, ich kaufe keine Plastiktüten, sondern nur Papier, bin voll der Umweltschützer, yeah. Ne? Ich kaufe mir auch keinen großen SUV, sondern nur einen kleinen SUV. Ne? Und wenn ich in den Urlaub fliege, dann bezahle ich an irgendeine Organisation, die einen Baum pflanzt.
Das ist kein Klimaschutz. Das ist sinnloser Aktionismus fürs eigene Gewissen. Das jetzt ist Klimaschutz. Flugverkehr, 90% runter. Alle Kreuzfahrtschiffe liegen irgendwo im Hafen rum. Das ist Klimaschutz, liebe Leute. Konsumverzicht. Da können wir uns dran gewöhnen, eigentlich. Unsere Wirtschaft geht dann zwar über den Jordan und alle anderen Länder, die von unserem Konsum abhängig sind und keine Sozialsysteme haben, die werden auch gar nichts zu lachen haben. Das ist dann die Kehrseite. Wir sind abhängig, unser sozialer Friede ist abhängig vom Konsum und damit machen wir die Umwelt kaputt. Dazu zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht noch ein bisschen mehr. Ansonsten hoffe ich auch, dass man jetzt merkt, wenn so in ein paar Wochen, vielleicht Monaten, der Alltag wieder sich normalisiert hat, dass die Leute dann im direkten Vergleich vielleicht merken, wie viel unnötigen Stress man sich eigentlich macht. Wie sehr man sich eigentlich für Dinge quasi aufreibt, die es im Grunde nicht wert sind. Und da hoffe ich, dass so eine gewisse Lässigkeit, die ich in Deutschland in den letzten Jahren echt vermisst habe, dass die wieder zurückkommt. Und die Leute merken, es geht auch anders. Deswegen, wenn man halt sozial interessiert ist, und ich bin als gelernter Soziologe, ist halt ja quasi mein Berufsbild, jetzt durch die Weltgeschichte laufen, Augen offen halten und einfach die Gefühle, die Erfahrungen, die man jetzt macht, einfach mal aufsaugen. Finde ich gerade alles wunderbar interessant. Ach ja, und mein Blutdruck geht runter. Yeah! Ah, auch super. Naja. Das wär's für heute, glaube ich. Das nächste Video vielleicht in ein, zwei Tagen. Ich muss jetzt erstmal sehen, ob ich baue jetzt gleich erstmal bei meinem Rechner die Festplatte aus. Mal gucken, ob ich das irgendwie an meinen Laptop angeschlossen kriege. Ich glaube, ich habe hier noch einen Adapter für Festplatten, die man dann halt extern mit dem USB-Anschluss an andere Rechner bekommt. Zumindest wissen, ob die Platte jetzt völlig hin ist, wäre schon mal ganz gut. Dann hoffe ich natürlich, dass jetzt irgendwann in der nächsten Zeit das Ding vorbeikommt. Denn mein Notebook, es ist einfach ein kleines Notebook. Das ist langsam. Und wenn es nicht ein paar Updates zieht, dann sitze ich da 10 Minuten und warte erstmal, bis irgendwas passiert. Ist gerade alles nicht so schön. Ja, dann hoffe ich natürlich, dass ihr weiterhin den Kopf oben behaltet. Fangt was mit eurer Zeit an und bis zum nächsten Mal. Tschüss.